Dieser Wolkenkratzer aus Holz ist nur ein Prototyp. Aber künftig könnten solche Gebäude ganz normal werden. Forscher aus Großbritannien sagen, dass ihre Hochhäuser aus Holz umweltfreundlicher seien als Häuser aus Beton und Stahl. Denn die Herstellung der bisherigen Materialien ist nicht gerade nachhaltig. Ein Team von der Universität Cambridge erforscht Konzepte, denen zufolge man ganze Wälder speziell für neue Städte nutzen könnte. Man könnte, so Forscher Jan Lütschakowski, Wohnprobleme und Umweltprobleme lösen. Wolkenkratzer aus Holz sind eine natürliche Antwort auf den Klimawandel. Holz bindet Kohlendioxid, während es wächst, während Betonkonstruktionen, die ja normalerweise für Hochhäuser verwendet werden, CO2 ausstoßen. Also wenn wir mit Holz bauen, könnte das ein Beitrag sein zum Kampf gegen den Klimawandel. Man könnte dafür mit speziellen Schichten von Holz arbeiten und daher auch mit besonders stabilen Holzkonstruktionen. Die Forscher sagen, das alles bedeutet keineswegs ein größeres Brandrisiko. Große Blöcke aus Holz brennen nicht unbedingt, sie verkohlen mehr. Dieses Verkohlen ist dann eher so etwas wie eine natürliche Schutzschicht gegen ein Fortschreiten von Feuer. So könnten Materialien wie diese verwendet werden, um große Stadtquartiere zu errichten. Die Forscher diskutieren schon Pläne, das welthöchste Holzgebäude zu entwickeln.